Mahlzeit, herzlich willkommen beim Red Review Video Magazin und einem neuen Video meinerseits, mehr oder weniger. Noch stehe ich hier, gleich werden wir aber im Hyde Park Resort sein und dort werdet ihr das Grand Hotel Morton sehen. Das ist eine Maze, eine Halloween-Attraktion, die dieses Jahr nicht bespielt werden konnte. Wir sind aber trotzdem da gewesen, denn das Ganze wird von der Boo Crew nicht nur bespielt, sondern auch konzipiert und gebaut. Und Jan von der Boo Crew wird uns jetzt gleich Backstage mitnehmen und die Maze erklären. Ich habe auch ein paar Effekte weggelassen, rausgeschnitten, die uns sogar gekriegt haben, während wir es gedreht haben. Und natürlich ist das Ganze nicht bespielt, aber ihr seht es auch im Dunkeln nochmal. Und es ist meiner Meinung nach unglaublich spannend, unglaublich interessant und gibt einen richtig geilen Einblick, wie so eine Maze gebaut wird, wie so eine Maze funktioniert und die ganzen Ideen dahinter. Ihr habt das eventuell auch schon gesehen. Es gab nämlich auch einen Vlog zum Hyde Park Besuch von uns. Da waren wir auch bei Obscuria. Das ist die Outdoor Maze, die auch dieses Jahr bespielt wurde. Da habt ihr auch so einen kleinen Durchlauf tagsüber gesehen, wo ein bisschen was erklärt wird und dann auch das Ganze in Action mit Gästen. Und es gibt auch demnächst noch ein Video hier, so wie dieses, wo ihr in eine Maze mitgenommen werde, die nicht bespielt werden konnte. Und zwar Subterra, das ist die neue Maze vom letzten Jahr. Die seht ihr dann auch demnächst auf dem Kanal in einem anderen Video. Und kurze Side-Story noch, bevor es losgeht. Richtig cool, also wie verrückt diese Freizeitparkwelt einfach für mich ist. Der kleine 15-jährige Bro hat damals vor vielen, vielen Jahren eine D-Max-Achterbahn-Doku rauf und runter geguckt und fand die total faszinierend, hat einige Sachen nicht verstanden, hat, oh mein Gott, ist das alles crank. Und einer der zwei Protagonisten in dieser Doku war Jan. Und 17 Jahre später drehen wir zusammen ein Backstage-Video in der Maze. Das ist für mich auf jeden Fall voll verrückt. Ich finde es richtig cool. Wenn ihr diese Doku nicht kennt, D-Max, die Achterbahn-Junkies oder so, das gibt es auf jeden Fall auf YouTube noch. Das haben wir auch jetzt die Tage noch uns dann, als wir wieder zu Hause waren, angeguckt. Hab Jan noch ein bisschen längere Haare, aber richtig cool. Und der macht es auch richtig geil in diesem Video jetzt und viel Spaß damit auf jeden Fall. Ich bin Jan. Ich bin der erste Vorsitzende, Creative Director und hier Eventleiter von der Boo Crew. Wir sind jetzt hier gerade im Hyde Park zu Halloween. Auch tatsächlich heute Halloween, 31.10., ein sehr voller Tag. Und hier aktuell sind wir jetzt im Grand Hotel Morton. Das ist eines unserer Mazes, unserer drei Mazes. Leider dieses Jahr nicht in Betrieb wegen Corona, aber wir können trotzdem mal reingucken und schauen uns mal an, was wir da auf die Beine gestellt haben. Es war mir während der Convention noch aufgefallen, dass ich gleich angestiegen bin. Die Boo Crew ist ein eingetragener Verein. Uns gibt es seit 2004. Seit 2010 sind wir auch ein eingetragener Verein, haben momentan 127 Mitglieder. Und unser Hobby ist das Bauen von Horrorattraktionen und natürlich auch das Erschrecken. Und hier im Hyde Park machen wir seit 2005, bauen wir hier Attraktionen. Wir bauen die Attraktion komplett selber, wir planen sie, wir dekorieren sie, wir bauen die Technik und nachher stehen wir da drin und erschrecken. Ja, wir haben hier im Hyde Park das Glück, dass wir keinerlei Vorgaben haben. Wir gehen mit Themen auf den Hyde Park zu, mit Sachen, die wir gerne bauen würden. Die werden auch immer abgenickt. Dann verhandeln wir über ein Budget. Das ist halt immer das, das ist überall so. Und sobald wir das Budget haben, bauen wir das. Aber wir können wirklich ein Thema bauen, was wir wollen. Wir haben in unserer Mazes grundsätzlich Altersfreigabe ab 16 Jahren. Das heißt, wir müssen eigentlich auch keinerlei Beschränkungen, was den Horrorfaktor anbelangt, in Kauf nehmen. Und das ist natürlich echt schon Luxus, den wir hier haben. Deswegen machen wir das auch seit 2004 im Hyde Park. Wir haben 2008 unser erstes Maze hier gebaut, das Sanatorium Bergfrieden damals. Und seitdem haben wir schon einige Sachen hier auf die Beine gestellt und das alles in kompletter Eigenregie. Genau, hier sind wir gerade im Eingangsbereich vom Grand Hotel Morton. Das haben wir 2017 gebaut. Das ist ein altes Hotel. Die Geschichte ist, die handelt von Frank H. Morton, der im 19. Jahrhundert gelebt hat. Der hat dooferweise sich einen Fluch zugezogen. Danach wurde er böse und hat dieses Hotel gebaut. Das ist angelehnt an die Story vom Horrorhotel in Chicago. Da gab es ja auch den Holmes, der dieses Hotel gebaut hat, mit versteckten Gängen, Falltüren und so weiter. Das diente nur dazu, die Gäste da drin zu ermorden. Und genau das haben wir hier aufgegriffen. Das ist irgendwann aufgeflogen, das Hotel wurde dicht gemacht und wird dann in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts wieder eröffnet. Und genau da befinden wir uns jetzt. Das ist die grandiose Wiedereröffnung in den Roaring Twenties. Man hört hier auch nachher, wir können das einmal einschalten, dann hört ihr das auch, die typische 20er Jahre Musik. Und die Gäste gehen hier rein. Und ich meine, ihr wisst es selber, irgendetwas geht schief und sie landen in einer Etage, die nicht renoviert ist. Und erleben da böse Dinge. Was sie da erleben, können wir gleich exemplarisch uns mal angucken. Hier sind wir im Eingangsbereich. Was wir gemacht haben, ist, dass wir mittlerweile jede Attraktion mit einer Pre-Show ausgestattet haben.
Wir haben tatsächlich bis vor 2 Jahren die gesamten Regelerklärungen live gemacht. Das heißt, wir hatten einen Spieler, der stand unten und hat den ganzen Abend erzählt, ihr dürft nicht rauchen, ihr dürft euch keine Türen und so weiter. Die sind blöd geworden irgendwann. Ich habe es auch mal gemacht, also man weiß nach 2 Stunden auch nicht mehr, was man gerade erzählt hat. Und seitdem haben wir Pre-Shows, die wir selber produzieren, wo die Sicherheitshinweise laufen. Das ist jetzt einheitlich über alle Mazes und das nimmt uns echt viel, viel Arbeit ab. Genau, wir gehen dann jetzt hier mal rein. Wir sind hier in der Rezeption. Momentan ist Putzlicht angeschaltet. Wir gehen mal einmal bei Putzlicht durch, weil dann seht ihr mehr. Genau, hier werden die Gäste empfangen. Der Rezeptionist nimmt sie in Empfang. Ihr seht jetzt hier schon die Besonderheiten. Wir haben in diesem Maze überall Decken eingezogen. Das ist tatsächlich ein Gebäudebalken und der Rest ist komplett dazu gebaut. Das war uns wichtig, weil wir, egal wo der Gast hinguckt, soll er nie das Gefühl haben, in der Kulisse zu stehen. Mhm. Das heißt, man sieht keine Molton-Dächer, man sieht keine Pappwände, sondern es soll sich wirklich echt anfühlen. Wir haben echte Tapete. Wir haben da unten so Holzdekorationen, die haben wir alle selber gebaut. In mühsamer Kleinarbeit ausgesägt und geklebt. Aber dadurch hat man halt das Gefühl, das ist wirklich eine echte Lokalität, in der man sich befindet. Genau, die berühmte Klingel. Die Gäste bekommen dann hier einen Schlüssel, betreten das Hotel und sollen zu ihrem Raum gebracht werden. Da müssen sie dann hier durch. Bekommen wir den Schlüssel wirklich in die Hand? Ja, einer aus der Gruppe bekommt den Schlüssel in die Hand. Man betritt den Fahrstuhl. Den können wir euch jetzt leider nicht zeigen, weil der gerade in Reparatur ist. Aber dreh mal bitte die Kamera weg. Die Gäste fahren, es ruckelt und auf einmal knallt es, der Fahrstuhl stürzt ab, es sagt Rums und irgendwas ist passiert. Die Tür geht auf und die Gäste sind, wenn du da mal hinguckst, auf einmal woanders. Ja, wir haben tatsächlich Gäste, die fragen, wie habt ihr es geschafft, 2 Etagen in dieses Maze reinzubauen? Also, ja, dann geh mal rein und dann siehst du, was die Gäste erwartet. Wir schalten nachher einmal kurz die Showbeleuchtung an, dann seht ihr das mal, aber so sieht man natürlich die Szenerie mehr. Wow. So, das heißt also, sie sind dann hier im Hotel. Auch hier wieder eine Decke, ihr merkt vielleicht, hier liegt Teppich. Das sind auch echte Türen, das ist also auch keine billige Kulisse, echte Türen, Messing. Wir haben hier wirklich viel, viel Aufwand reingesteckt. Achtung, Jan. Na, dann müssen die Gäste ins Hotelzimmer. Hier sieht man auch ganz schön, was, das kennt ja jeder, der Mazes baut und auch den man besucht hat. Wir bauen es erstmal sauber und dann machen wir es kaputt. Also hier haben wir mit den Tapeten gearbeitet. Wir haben zufällig gemerkt, dass das Flammschutzmittel, was wir benutzen, wenn man es auf die Tapeten sprüht, so einen sparkigen Film hinterlässt. Das heißt, wir haben einfach alles, wir mussten sowieso alles flammensicher machen, haben es draufgesprüht und sah es gleich so aus. Perfekt. Genau, wie Schimmel, Spinnwebenspray benutzen wir drin, dass es schön alt aussieht. Und hier erleben die Gäste dann auch so den einen oder anderen Schock. Es ist echt geil mit den Decken halt auch. Das macht so ja. Viel aus. Definitiv. Es ist ein irrer Aufwand. Diese Deckenbalken sind 5 Meter lang. Alleine die hier hochzubringen war schon echt schlimm. Aber es zahlt sich halt am Ende aus. Nicht jeder Gast wird das wirklich sehen, aber die Gäste, die gucken, genau, das sind echte Fliesen. Ja, habe ich gerade. Die sehen halt auch ganz anders aus, wenn man die zerschlägt, dann sieht es einfach echt aus. Weil wenn man das versucht zu malen, da wirst du blöd bei. So ist das eigentlich relativ einfach. Genau, und dann ist hier ein Durchbruch in der Wand, der hier nicht sein soll. Und die Gäste geraten in die Kellergewölbe. Hier haben wir was erstmalig benutzt, was ihr auch gleich in Subterra sehen werdet. Das sind echte Klinker, so Fassadenklinker. Die sind nur so dick aus Kunststoff, aber echt gebrannt. Und fühlen sich halt auch an wie echte Klinker. Die Wand habe ich geklinkert und jede Fuge einzeln. Das klingt sehr begeistert. Die Fugen waren Mist, aber das zu klinkern und dann zu sehen, wie toll das hinterher aussieht, das ist schon irre. Wie wichtig ist denn diese Detailverliebtheit für euch, obwohl die Leute ja im Dunkeln hier relativ schnell durchkommen? Also uns ist klar, dass man nicht jedes Detail sieht. Und wie Jonas sagt, der ist Verantwortlicher für die Technik, der sagt, ich mache das sowieso dunkel hinterher. Aber Gäste stützen sich immer mal ab irgendwo, gucken doch auch mal hin und es soll halt in jedem Moment sich echt anfühlen. Die sollen nicht sagen, ach, ist ja nur Holz, dann ist ja nicht so schlimm, weil da geht sofort ein Stück vom Erlebnis weg. Ja. Und das wollen wir eben verhindern. Deswegen plündern wir auch Schrottplätze und haben hier echte Metallrohre und so. Unser Kessel ist auch vom Schrottplatz, haben wir 2 Boiler besorgt. Das ist auch eine antike Ofenklappe, die wir auf dem Schrottplatz gefunden haben. Das sind halt so die Details, die viel Arbeit kosten. Aber wie ich finde, sich auszahlen.
Hier haben wir dann Klappen, dass die Spieler sich dahinter bewegen können. Dann geht es in die Wäschekammer. Das ist in der Messe auch immer richtig fies. Ja, hier ist dann die Wäschefrau, die ziemlich erbost darüber ist, dass die Gäste die Wäsche angrabbeln. Das ist auch einer der Gründe, warum wir das nicht öffnen können, weil zu Corona-Zeiten mit Sachen, die angefasst werden, das geht nicht. Genau, die Küche. Das Ding wiegt, glaube ich, ungefähr 300 Kilo. Das haben wir mit 8 Leuten hier hochgeschleppt. Das ist ein echter Herd, den wir auf dem Bauernhof gefunden haben. Wahnsinn. Da hat so eines unserer Mitglieder so Topflappen sticken lassen, irgendwie von der Mutter. Aber das sind halt die Details, auf die es ankommt, ne? Also wer es zu schätzen weiß und mit einem offenen Auge hier reingeht und sagt, ich guck mir jetzt mal die Details an, der wird das merken. Ja. Wir haben auch hier, haben wir wieder Boden verlegt. Also wo es ging, haben wir Fußboden verlegt. Ne? Das ist auch einfach PVC, genau. Aber schön festgeklebt, weil PVC kommt sonst an den Ecken mal hoch. Das haben wir hier ganz gut im Griff. Dann geht es in die Speisekammer. Hier möchte man lieber nichts essen in diesem Restaurant. Das ist Rauputz. Oh, damit auch das sich echt anfühlt. Ist echt. Ja, das ist auch einer der Gründe, warum wir unsere Attraktion nicht abbauen können. Also wenn das Ding hier mal wegkommt, müssen wir es abreißen, weil man sieht leider nicht mehr, wo die Schrauben sind. Aber ja. Der Boden ist noch original. Ja, wir haben gesagt, hier in der Vorratskammer kann der bleiben. Genau, die Effekte sind teilweise schon an. So, und hier ist dann nachher die große Endshow, wo sie dann auf den Bösewicht treffen. Auch ein echtes Klavier. Warum ist eigentlich der Hocker kaputt? Der war marode, den hat jemand angefasst und ist ja komplett um. Ah, okay. Den müssen wir nochmal reparieren, wenn wir wieder aufmachen. Genau, hier haben wir auch so ein paar Effekte drin. Und hier findet dann die Endshow statt. Auch hier wieder eine Decke reingezogen. Ach, das hier die Kabel habt ihr dann unter der Leiste? Die Kabel sind alle oberhalb. Okay. Das heißt, wir gehen dann von oben durch die Decke durch, dass man so wenig Technik wie möglich sieht. Ein paar Spots ließen sich nicht vermeiden. Ja, klar. Da hatten wir die Idee, ob wir die auch noch in die Decke versenken, aber das wäre dann zu viel Aufwand gewesen. Aber diese paar, man sieht da auch mal einen Lautsprecher, das sieht man nachher tatsächlich im Dunkeln nicht. Die Notausgangsschilder, die machen die müssen wir die haben. Die ist ja schon klar. Im Spielbetrieb sind die aber dunkel. Ja, das ist auch okay, die sind Akku gepuffert und hängen an der Show. Sobald jemand Alarm drückt und dass die Show stoppt, gehen die Dinger okay, an. Cool. Das ist der Technikraum vom Fahrstuhl, da siehst du den Fahrstuhl. Der sitzt unten auf so Luftbelgern und kann 20 cm angehoben werden. Macht dann ein Programm, dass er wackelt und dann knallt er wirklich 20 cm runter. Macht auch einen ganz schönen Radau, wenn der fährt. Wir hängen hier mittlerweile an der Druckluft vom Park. Das heißt, wir haben hier eine 8-Bar-Leitung in den Raum, haben hier eine zentrale Druckluftverteilung und können dann von hier die Effekte mit Druckluft. Ist ein echtes Klavier, ja. So, und hier sind die Gäste dann wieder draußen. So, hier seht ihr so ein bisschen die Bauweise. Wir haben, das benutzen wir in allen unseren Mazes. Einfach Holzständerwerk, ist auch am Boden fixiert, ist auch wirklich in den Boden reingeschraubt. Hier haben wir jetzt nochmal oben was draufgesetzt, weil wir wollten auf 3 Meter Deckenhöhe gehen. Da sieht man dann auch die Dachbalken oben und die Technik ist zentral rundherum verteilt. Wäre das hier für euch keine Option gewesen, die bestehenden Wände und Türen zu benutzen, die Schwärzen und sowas? Das haben wir so gebaut, damit wir rundherum Notgang haben. Ja. Hier seht ihr auch die Alarmknöpfe. Also man kann jederzeit, die haben wir hier neben jedem Notausgang, kann man rausgehen, draufhauen, dann stoppt die Show. Putzlicht geht an, Alarm geht los. Wir hatten auch schon mal eine Evakuierung wegen einer Nebelmaschine, die amok gelaufen ist. Wir haben keine 90 Sekunden gebraucht, war alle unten, Spieler, Gäste. Ja, also ist auch eine Anforderung. Es ist alles brandsicher, alles imprägniert. Ach ja, Running Gag jedes Jahr wieder. Um 20 Uhr fragt jemand, ob 20 schon zur Pause geschickt wurde. Hier ist die Technikzentrale. Genau, einmal vor sich mit der Schwelle. Genau, hier haben wir zentral, wir steuern unsere Mazes alle über eine Show-Software, Venue Magic. Da sind sämtliche Timelines, sämtliche Effekte, Sounds sind da drin.
Und da unten sind dann die Verstärker für die verschiedenen Räume. Das heißt, wir haben alles zentral von einer Stelle und ihr habt das ja eben gesehen, wir müssen einfach nur einmal auf Start drücken und dann läuft das gesamte Maze. Das war früher anders, da hatten wir wirklich in jedem Raum einzelne Player und so, aber das funktioniert nicht auf Dauer. Wir haben dann den DMX-Strang rundherum für die Effekte. Das ist alles da drin, die ganze Technik. Und so ist das also. Ich kann das jetzt auch in Betrieb nehmen. Das konnte ich früher nicht. Ja, so ziemlich. Ah, das waren von Sanatorium Bergfrieden. Die Kulissen haben wir aus dem Imperialtheater in Hamburg bekommen. Weil der Besitzer, der war mal Mitglied bei uns und der hat uns dann alte Kulissen geschenkt. Und das war so eine 50er Jahre Rock'n'Roll-Show mit lauter so Figuren. Und das ist ein Überbleibsel. Was ganz komfortabel ist, das ist eigentlich eine Sicherheitsanforderung. Jeder Raum muss einen Notausgang haben. Das heißt, man kommt wirklich in jeden Raum relativ schnell rein. So, jetzt seht ihr das Ding einmal im Showbetrieb. So, da stelle ich mich einmal davor, damit wir den Effekt nicht zeigen. Und da sind wir. Das ist echt gut. Der geht richtig ab. Ja. So, dann. Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Ich glaube, das ist irgendwie falsch. Naja, viel Spaß. Hier haben wir übrigens, als das hier bespielt wurde, ein paar Wörter und Sätze entdeckt, die ab jetzt verboten sind. Nämlich, was macht ihr hier? Ihr dürft hier nicht sein, geht weiter. Das sind ab sofort, darf das keiner benutzen, sind auch schon Running Gags geworden. Ja, weil das teilweise die Spieler sagen, genauso wie man nicht Bu sagen darf bei uns. Erstaunlicherweise. Und was wir hier halt haben, die Spieler haben an diversen Positionen kleine Knöpfe, wo sie dann ganz bequem eine Show starten können. Hier gibt es Effekte. Wo es dann kurz dunkel wird und dann kann der Erschrecker nach vorne kommen. Oder. Ja, jetzt ist der Nebel noch nicht doll genug, aber dann kann man hier schön krass. Achso, und dann macht. Oh. Ich glaube, ihr wisst, was man damit macht, ne? Krach. Und hier haben wir, bleib mal da stehen, hier hat der Endspieler die Möglichkeit eben auch mit Effekten im Dunkeln auf die Gäste zuzukommen. Und dann steht er hier. Dann kann er zum Beispiel, ein sehr schöner Effekt, dann kann er das Licht wieder anmachen. Und so kann er dann auch individuell seine Show zusammenstellen. Also hier spielt jeder, der hier den Morten spielt, spielt anders. Das ist schon eigentlich ganz cool. Ja, und dann haben die Gäste nur noch eine Ecke und dann sind sie wieder draußen. Hier spielen in der Regel, ich glaube, 20 oder 21 Erschrecker drin. In verschiedensten Rollen. Also das ist auch richtig was los da drin. Ich hatte jetzt schon Angst, dass keiner drin ist. Ja. Ja. Was wir hier auch gemacht haben, wir haben ein Hörspiel erzeugt, also ich habe eine Geschichte geschrieben und die haben wir als Hörspiel vertont. Läuft glaube ich 20 Minuten oder so.
Kann man sich auf YouTube anhören. Hier unter meinohrenkino.de. Das erzählt die Geschichte von diesem Morton. Es ist so ein bisschen, ich muss sagen, ich bin H.P. Lovecraft-Fan und mag alles, was so mit diesem Andeutungshorror zu tun hat. Und das ist ja auch genau die Zeit. Und das ist daran angelehnt. So, genau. Show ist aus. Genau, dann gehen wir jetzt nochmal in Subterra runter.